Ja, liebe Essener, liebe Essenerinnen, liebe Besucher der Stadt Essen, Verpflichtung bei der Bundeswehr, ist das ein Job mit Zukunft? Diese Frage stellen sich selbst Jugendliche, die den Afghanistan-Krieg ablehnen. Der Jugendverband Rebell tritt entschieden gegen die Verpflichtung bei Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Polizei ein. Eine Wehrdienstberaterin verkaufte das Zeitsoldatentum als Job wie jeden anderen. Zitat: In Zeiten der Wirtschaftskrise bietet die Bundeswehr einen sicheren Arbeitsplatz ohne Kurzarbeit, ohne Verlegung des Arbeitsplatzes und ohne Kündigungen. Zitat Ende. Dabei setzen sie auf Abenteuer mit Schulausflügen in Kasernen und Schießsimulatoren, Showbühnen, PC-Spiele, Sportturniere. Im Jahre 2006 köderte dies 20.750 Jugendliche, die sich dann verpflichteten. Ein jeder davon ist zu viel. Die Tendenz, dass Jugendliche sich verpflichten, ist aber seit Jahren sinkend. Entgegen den Zielen der Bundeswehr. Ihren Werbeetat hat sie auf 27 Millionen Euro gesteigert. Flankiert wird das Ganze von wachsenden Studiengebühren und verschärften Maßnahmen gegen Hartz-IV-Bezieher unter 25 Jahren. Allein in den Schulen gab es 2009 von Wehrdienstberatern und Jugendoffizieren über 17.000 Veranstaltungen, bei denen 400.000 Jugendliche beeinflusst wurden. Die Forderung, Bundeswehr raus aus dem Ausland, der Schule und dem Arbeitsamt, trifft auf viel Zuspruch und es gab bereits erste Proteste gegen die Vereinbarungen zwischen Ländern und Bundeswehr für Werbeveranstaltungen an Schulen. Denn sich für die Bundeswehr zu verpflichten, ist nicht ein alltäglicher, individueller Ausweg, weswegen ihm noch entschiedener entgegengetreten werden muss. Man wird damit direkt rekrutiert und eingesetzt, das kapitalistische System notfalls mit seinem Leben zu verteidigen. Gerade dieses System schafft aber doch gerade die Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Ausbeutung und Unterdrückung. Warum soll man eine Gesellschaft verteidigen, die einem nicht mal einen Arbeitsplatz bietet? Kostenlos ist die Verpflichtung auch nicht, geschweige denn lukrativ. Über 2000 NATO-Soldaten bezahlten den Afghanistan-Einsatz bereits mit ihrem Leben. Hat man Gehorsam geschworen, ist die politische Aktivität und Meinungsfreiheit eingeschränkt. Wer fragt da noch, ob der Widerstand in Afghanistan berechtigt ist und von der breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen wird? Dazu kommt, dass die Ehrung dieses Dienstes für die Demokratisierung, Wiederaufbau und Befreiung der Frau in der Bevölkerung immer weniger glauben. Und das ist gut so. Im Gegenteil, die Forderung Bundeswehr sofort raus aus Afghanistan wird von der Mehrheit der Bevölkerung geteilt. Die Menschen erkennen immer mehr, dass es um Kontrolle von Rohstoffquellen und Zufuhren in einer der geostrategisch wichtigsten Regionen geht. Deswegen fordern wir Rückzug aller deutschen Truppen aus dem Ausland. Bundeswehr raus aus dem Ausland, der Schule und dem Arbeitsamt. Als eine praktische Konsequenz schlagen wir vor und laden auch alle herzlich ein, dass man so wie eine Telefonkette macht oder sich per E-Mail gegenseitig informiert, wenn bekannt wird, dass an Schulen die Bundeswehr auftreten soll, damit man gemeinsame Aktionen dagegen ins Leben rufen kann. Ihr seid also alle herzlich eingeladen, euch dazu bei uns zu melden. Dankeschön an Gitta Wester von Jugendverband Rebell und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Rednerinnen und Rednern der heutigen Kundgebung zum Antikriegstag schon mal zu bedanken und gebe jetzt noch mal für einen kleinen Abschluss kund.